Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Galina backt. Heute zeige ich euch, wie ihr diese super süße Kätzchen zubereiten könnt. Die habe ich für Cake und Bake gemacht, für das Tortenwettbewerb. Und die werden jetzt für noch eine Torte verwendet. Welche das ist, ist noch ein Geheimnis. Ich würde mal sagen, los geht's mit der Zubereitung. Leider ist es so, wenn ich irgendwas modelliere oder eine 3D-Torte mache oder einfach irgendeine Motivtorte, dann erkläre ich nicht, wie ich das gemacht habe, sondern ich zeige es nur. Ich habe auch keine Massen oder sowas irgendwie. Ich habe eine Idee im Kopf und versuche es umzusetzen und mache es einfach. Und dann entsteht zum Schluss irgendwas Schönes oder auch etwas nicht Schönes. Aber ich kann zeigen, wie ich das gemacht habe. Das ist schon mal gut.
Cake und Bake habe ich keinen Zahnstocher zum Verbinden genommen, sondern eine Nudel, also eine Rohnudel, weil da musste wirklich alles essbar sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht könnte ich euch ein bisschen Inspiration geben und irgendwie eine Anregung, um eine modellierte Katze zu machen. Ich finde die richtig goldig und vielleicht braucht das Video irgendjemand. Also vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Galina. Bye, bye.